Stefan Kutschke, Sie wurden mit den Worten empfangen, willkommen zu Hause. Fühlt es sich auch so an? Ja, absolut. Also selbst in der Zeit, wo ich noch bei anderen Vereinen tätig war, war immer hier. Das ist mein Zuhause, wenn du hier geboren bist und die ganze Familie und Freunde alle hier hast, dann ist das Willkommen zu Hause nicht irgendwo dahergesagt. Das ist tatsächlich so und genauso gut fühlt es sich auch an. Vor anderthalb Monaten gab es hier in diesem Stadion den bitteren Abstieg. Haben Sie das Gefühl, dass der noch nachwirkt? Ich war selber dabei. Ja, ich weiß, was hier los war vor anderthalb Monaten. Und ich weiß auch, dass es bei vielen eine Zeit lang gearbeitet hat. Ja, das mussten alle verdauen, Fans, Spieler und die Mitarbeiter im Verein. Aber ich merke auch, dass jetzt wieder ein Umdenken stattfindet. Ja, wir haben jetzt eine Mission und das merkt man heute schon, wenn man hier ins Stadion kommt, zu diesem Familienfest. Die Leute freuen sich wieder drauf und wir wissen, was hier möglich ist, ja, wenn wir an einem Strang ziehen. Und diese Zeiten, die möchte ich wieder miterleben und mitprägen. Was glauben Sie, was erwarten die Fans denn von der Mannschaft? Bedingungsloser Einsatz. Das war schon immer in Dresden das oberste Credo, dass die eine Mannschaft erleben, die sich wirklich auf Deutsch gesagt zerfetzt für den Verein und die Stadt. Muss nicht immer alles gelingen, aber sobald die Zuschauer das Gefühl haben, die Mannschaft gibt alles, um das Spiel zu gewinnen, dann stehen die auch tatsächlich auswärts, zu Hause, immer hinter dieser Mannschaft. Sie sind wieder hier. Was haben Sie denn für persönliche Ziele mit nach Dresden wiedergebracht? Ja, also ich bin ja, oder habe damals nur anderthalb Jahre erlebt, leider, aber es waren wunderschöne. Ja, und das war mit dem Drittliga-Aufstieg und dann mit der Zweitligasaison schon historische Erlebnisse. Gerade das DFB-Pokalspiel hier. Ich würde nicht sagen, dass ich eine Kopie davon wollte, aber ein ähnlicher Gang wäre schon ganz schön. Wo kann sich Dynamo Dresden in dieser dritten Liga einfügen? Ja, der Trainer hat es vorhin ganz gut gesagt, es werden viele Mannschaften kommen, die auch um den Aufstieg mitspielen wollen. Ja, und Dynamo Dresden gehört als Absteiger natürlich auch zu den Favoriten in dieser Liga. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer diese dritte Liga ist. Und wie gesagt, der Trainer hat es auch nochmal angesprochen. Der Kader wird sich langsam rauskristallisieren, mit dem wir arbeiten und in die Saison starten. Klar wird es auch noch Veränderungen geben, aber mit den Jungs, die jetzt da sind, bin ich sehr, sehr zufrieden und ich glaube, dass wir mit dieser Mannschaft auch eine gute Rolle spielen werden. Traditionell gehören ja die Absteiger zu den Aufstiegsfavoriten. Ist das nun mal eine besondere Konstellation, dass Erzgebirge Aue der andere Absteiger ist? Ja, ich habe jetzt schon von einigen gehört, klar, dass das Derby da mit Aue wieder da ist, aber es kommen auch andere Mannschaften mit her, die hochinteressant sind. Ist aber nicht immer so, dass der Absteiger, ja, aus der zweiten Liga gleich der Aufstiegsaspirant für die dritte Liga ist. Wir haben es in Kaiserslautern Beispiel gesehen, in Duisburg Beispiel gesehen, wo es lange, lange gedauert hat. Ich weiß, dass es hier anders laufen kann, ja, aber dafür gibt es halt leider keine Garantie. Da müssen wir Spieler alles dafür tun, dass dieser Verein wieder in die Region gehört, wo er auch sich selbst sieht.